Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf Fight District TV. Heute im Video, Freunde, geht es um mein What's in my Bag Kampfsport Edition. Bedeutet, was nehme ich alles in mein Kampfsporttraining mit? Warum machen wir das Ganze? Ganz klar erstmal, weil ich euch zeigen will, was man so alles braucht. Und vor allem, vielleicht bist du ja auch einer, der bald mit Kampfsport anfangen will. Und es kann ein bisschen als Inspiration dienen, was du alles am Equipment mitnehmen musst. Von daher, nicht lang labern. Nach einem kurzen Intro geht's direkt los. Okay, Freunde, wir fangen an ganz klar erstmal klassisch mit der Tasche. Ja, ich habe aufgehört, diese Standard-Umhängetaschen zu nehmen, diese Sporttaschen, weil meine Tasche ist immer so schwer und jedes Mal hat mir gefühlt mein Hals weggeschnitten. Aus diesem Grund habe ich hier so einen Rucksack, ja, 60 Liter Rucksack oder so, das passt gar nicht in die Kamera rein und es gibt wirklich, also es hat hier Taschen, hier vorne hat es nochmal eine Tasche, dann hat es hier Seitentaschen, es hat hier unten nochmal Taschen, es hat hier oben, also man kann hier wirklich alles Mögliche reinmachen, Freunde. Das Ding geht gefühlt nie voll, kann ich euch unten mal in die Videobeschreibung reinpacken, ist von Amazon, keine Ahnung mehr, 35, 40, 50 Euro, war jetzt nicht so teuer, aber brutal, ganz ehrlich, hält auf jeden Fall, was es soll. Freunde, wir fangen jetzt aber direkt mit dem ersten Equipment an und ich sage euch ganz ehrlich, dieses Ausrüstungsstück, das braucht ihr. Ich gehe gar nicht mehr ohne ins Training. Und ich sage euch jetzt, welches es ist. Und zwar ist es hier der Tiefschutz. Natürlich nur für Männer an sich. Aber Freunde, das Ding ist ein Lifesaver. Glaubt mir, wenn ihr Kampfsport macht, gerade wenn ihr so Kickboxen macht, Ringen, Grappling, was auch immer, ja, und dann kann ganz schnell was in die Eier gehen. Freunde, glaubt mir. Und ich habe leider schon öfters eine in die Eier bekommen. Das Ding hat schon oft mein Leben gerettet. Das hier ist von Shock Doctor. Gutes Ding. 35, 40 Euro. Ich weiß nicht genau. Verlinke ich euch unten auch mal in die Videobeschreibung. Hält schon, also habe ich locker schon 8, 9 Jahre. Das Ding ist noch wie neu, also baba. Freunde, ganz klar, wir sprechen heute über Kampfsport, also Thai-Boxen, Kickboxen, Boxen, MMA. Und was braucht man dafür? Ganz klar, ordentliche Boxhandschuhe. Die hier natürlich von Illstinct, also Eigenmarke, unsere eigene Marke, Freunde. Wir sind echt einfach nur stolz drauf, dass wir das Ding auf die Beine gekriegt haben. Und ja, Freunde, checkt das gerne ab. Ich will jetzt nicht zu viel Eigenwerbung machen. Mit dem Code FIGHT10 kriegt ihr 10% Rabatt. Ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Hier bei mir 14 Unzen, ich bin um die 80 Kilo schwer und fürs normale Partnertraining und ein bisschen leichtes Sparring reicht es vollkommen aus. Aber ja, muss man selber schauen, wie groß man ist, wie schwer man ist, beziehungsweise was man damit macht. Und da muss man gucken, zwischen 10, 16, 18, 20, was auch immer, gibt es ja alles Mögliche, was ihr da genau braucht. Aber hier 14er bei mir. Ansonsten ganz klar essentiell für Kickboxen, Thai-Boxen, ordentliche Schienbeinschoner. Ja, Schienbeinschoner sind extrem, extrem wichtig, Freunde, dass ihr da auch ein paar ordentliche habt. Guckt auf jeden Fall, dass die Dinger nicht verrutschen, dass es ordentliche Dinger sind, dass sie ja auch hier schön fest sind. Und Schienbeinschoner beim Kickboxen, bei Thai-Boxen, essentiell, meine lieben Freunde. Ja, ganz klar, Schienbeinschoner sind muss. Es gibt auch so Dinger, so Sockendinger, die sind halt sehr, sehr dünn. Von daher, da werdet ihr alles spüren. Wer es aber so haben will und wer sich da gerne abhärten will, ganz klar, kann das gerne machen. Ansonsten hier diese standardgepolsterten Dinger. Ja, also sehr, sehr geil. Auf jeden Fall und zu gebrauchen. Um euch nicht zu verletzen, braucht ihr natürlich als nächstes Bandagen, meine lieben Freunde. Hier ganz standard rote Bandagen habe ich. Ich habe auch schwarze Bandagen. Also die Dinge um die Hand wickeln, da gibt es tausende Tutorials, habe ich auch schon gemacht. Könnt ihr gerne abchecken. Und ja, Bandagen, sehr, sehr wichtig, gerade hier für die Knöchel oder halt fürs Handgelenk, für den Daumen hier, ja, damit da beim Schlagen nichts passiert. Gerade beim Kickboxen, Thai-Boxen oder halt auch normales Boxen, sehr, sehr wichtig. Viele tragen es zum Beispiel auch während des MMA-Trainings mit den MMA-Handschuhen. Ich bin nicht so ein Fan davon und ich muss euch ganz ehrlich sagen, auch während einem MMA-Kampf werden die Hände getaped, nicht bandagiert. Von daher ist nicht so mein Ding, aber Bandagen, sehr, sehr wichtig. Und wenn wir schon beim MMA sind, Freunde, was ein Übergang, MMA-Handschuhe. Ja, das sind hier jetzt etwas dünnere, die sind nicht fürs Sparring geeignet, Freunde. Ja, wenn ihr mit den Dingern eine ballert, dann ist erstmal K.O.-Time. Von daher, die Dinger sind eher dann wirklich so fürs Partnertraining. Oder wenn ihr auf die Pratze oder Boxsack hauen wollt, sind die sehr, sehr gut, sind schön dünn. Gerade auch so für Krav Maga, Wing Chun und. Ja, benutzen wir auch sehr, sehr viel. Und damit kann man sehr, sehr gut trainieren und hat eine sehr gute Bewegungsmöglichkeit. Wenn du aber natürlich ins Sparring rübergehen willst, dann brauchst du natürlich MMA-Sparring-Handschuhe. Wie man hier schon sieht, die sind halt etwas dicker. Ja, da gibt es auch verschiedene Modelle. Der hier ist ein bisschen runder, wie man hier sieht. Da gibt es welche, die sind eher so ein bisschen mehr gerade, also wie der andere, den ich da gerade weggeschmissen habe.
geschmissen habe, aber trotzdem halt natürlich dicker. Und genau, die sind allgemein etwas gepolsterter und das sind MMA-Sparringshandschuhe. Ja, damit kann man auch mal ein bisschen ballern und da verletzt man sich halt nicht so wie mit den anderen, weil die anderen ist wirklich, also die sind asozial, damit könnt ihr wirklich kein Sparring machen, Freunde. Also fürs MMA definitiv hier die MMA-Handschuhe, Sparring-Handschuhe, ihr wisst Bescheid. Last but not least, meine lieben Freunde, was ihr auf jeden Fall braucht, einen ordentlichen Zahnschutz bzw. Mundschutz, ja. Das Ding, Zähne sind sehr teuer, meine lieben Freunde, Zähne sind sehr, sehr teuer, deswegen schützt die, weil wenn da mal ein Zahn ab ist, auch im Training, kann passieren, ja. Ihr macht irgendwie Sparring, Training, was auch immer, das ballert durch und dann ist der Zahn weg. Das kostet ein paar tausend Euros, deswegen ordentlichen Zahnschutz holen. Ich habe hier natürlich unseren Instinct Impact Shield 2.0 Zahnschutz. Der sitzt bei mir am besten, um ehrlich zu sein, sitzt bombenfest und ja, hin und wieder trage ich auch die anderen von uns, aber das ist schon mein Favorite, um ehrlich zu sein. Deswegen, Freunde, Zahnschutz sehr, 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 sehr wichtig, Freunde. Sehr wichtig, weil es sehr teuer ist, ja. Wenn ihr mal irgendwie ein Knirsche kaputt gemacht habt, das verheilt. Wenn ihr mal irgendwie was verstaucht hat, das verheilt. Aber Zähne, die verheilen erst nicht und die sind so verdammt teuer, Freunde. Die sind so verdammt teuer, deswegen auf jeden Fall Zahnschutz unbedingt. Im Kickboxen, im Boxen, im MMA, im Ringen, was auch immer, tragt einen Zahnschutz, meine lieben Freunde. Auch wenn ihr sagt, wir machen heute Sparring und wir schlagen nicht, zum Beispiel nur Grappling, tragt einen Zahnschutz, vielleicht kommt irgendwie ein Ellenbogen, Schulter, Kopfstoß, was auch immer, dann ist es ganz, ganz schnell vorbei, Freunde. Deswegen unbedingt sehr, sehr wichtig, wie ihr seht. Eine extra Minute nur dafür gehalten. Aber ja, Freunde, das ist so im Großen und Ganzen. Also ich würde dir sagen, natürlich hier braucht man noch T-Shirt, braucht man eine Hose. Vielleicht willst du ja da duschen, dann würdest du noch ein Handtuch oder Wasser halt mitnehmen, ne? Wenn du halt trinken willst, ganz klar, das sind ja Sachen, die essentiell sind. Schuhe trägt man eher, ja, im Boxen oder halt natürlich, wenn du Mattenschuhe haben willst, habe ich auch da. Moment, nochmal kleiner Zusatz. So, Mattenschuhe, wie gesagt, ja, die habe ich schon, ey, ich habe keine Ahnung, ohne Scheiß, die habe ich schon gefühlt, ich glaube, seit über 10 Jahren oder so. Die sehen noch aus wie neu, wurden auch sehr, sehr viel benutzt, aber die sind einfach brutal. Von Adidas, Modell, schlag mich tot, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr, sehr geil und hier halt sieht man es schön, ist Gummi und Gummi, halt Mattenschuhe, ne? Sind auch ein bisschen höher. Eher so fürs, ja, Grappling bzw. Ringen oder sowas. Ja, im Grappling trägt man ja auch keine Schuhe an sich. Vielleicht so Ringen und so, ja. Kann man auch fürs Boxen benutzen, Mattenschuhe halt. Freunde, das war's im Großen und Ganzen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ihr wisst Bescheid, Freunde. Liken, teilen, abonnieren, kommentieren. Schlagt den Like-Button kaputt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei einem neuen Video. Ihr wisst Bescheid. Passt auf euch auf. Ciao, ciao.